So. So, die menschlichen Gegner dürften jetzt tatsächlich irgendwie alle weg sein. So viel dazu, da ist immer noch einer. Das darf doch nicht wahr sein. Echt jetzt? Exit. Oh, Exit. Kann ich da raus? Bitte, lass mich hier raus. No. Ist das hinter mir? Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Ist das wirklich euer Ernst, Leute? Wen ja aufrecht, Meduct. Also wie im wahren Leben quasi. Oh. Jetzt nochmal komplett zurück. Kann ich nicht hier vorne lang? Den Weltraum, bla bla. Es wird ein Abenteuer. Arschgeigen. Na, los, komm, dreh dich um. Mann, ich fühle mich scheiße. Muss ich gleich noch beschissener fühlen. Warten. Bitte, come on. In dieser Anlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie dies bitte. So, hier vorne gibt es noch eine Karte. Okay. Da kann ich speichern. Oh, speichern. Leuchtfackel geworfen, lenkt auch ab. Okay. Ach, okay. Hier muss ich jetzt quasi dieses Manöver hier einleiten, oder was? Na, ist ja schon. Alter, ist ja überhaupt nicht. Opus abgeschickt oder was war das? Oh. Okay. Okay, muss ich jetzt hier noch so ein Ding losschicken oder was? Einlegen, auf Hilfe warten. Ja, absolut. Ich warte darauf, dass Benny mir zur Hilfe eilt hier. So, warte mal, kann ich jetzt hier, warte mal, nochmal einen Molly bauen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann nochmal hier die Dinge alle benutzen. MP-Mine, Hedroni. Blendgranate, Hedroni. Rauchgranate, kann ich auch nichts benutzen. Räuschmacher, auch voll. Ich würd's tun. Ja, du, ich würde hier auch mich zusammenrollen irgendwie und einfach aufs Ende warten, Mutti. Das ist... Kiste mit Sensoren werden geholt. Absolut. Finde ich super fest.
Oh, scheiße. Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und nun? Würde Stirnband umschneiden. Dann kann man ja rufen. Ja, absolut. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Echt jetzt? Was ist das? Nein, echt jetzt? Ach komm! Oh Gott! Sie sollten nicht hier sein. Ja, den hab ich auch. Na toll. Scheiße. Hau ab, los, lass mich in. Das ist in diesem Bereich nicht gestattet. Na toll. Dankeschön. Ah, komm, lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Kann ich denn nicht? Okay, cool. Okay. So, nicht rennen? Ich muss jetzt hier vorne ran, oder was? Mein armes Nervenkostüm. So, Elektroschock. Speicher mal schnell. Der Weg ist frei, Ripley. Beeilen Sie sich. Johann ist erwacht, wurde gesagt. Schon ganz schön laut. Da draußen. So, heißt also. Jetzt den gleichen Weg wieder zurück, wa? Nein, weil Tür zu. Ich hab okay Molotow-Cocktail. So, Geräuschmacher. Hab große Rüstet. Karte mit. Guck mich mal ganz kurz. Oh! Ich würde mal sagen, da soll ich wahrscheinlich nicht drunter durchlaufen, oder? Oh, und jetzt. Oh, einmal komplett rum. Einmal komplett rumlaufen. Das ist doch Käse, ey. Mann. Bitte nicht, bitte nicht. Mega hoch konzentriert. Bitte jetzt nicht noch irgendwo jetzt ein Viechchen. Bitte nicht. Oh Gott!
ist einfach. Oh Gott. Oh Gott. Was sagt Huhn? Ist er nach oben? Okay, alles klar. Oh Mann, halt dich fest. Halt dich fest. Oh Gott! 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 Ich dreh ihn durch! Oh. Ich find ja keine Worte! Ich find ja keine Worte! Das war ja... Das war ja mal heftig! Ich um Jahre altert hier! Boah! Spritz dich gesund! Hashtag ab 18. Hashtag ab 18, Faller. Aber wo er recht hat, hat er recht. So. So, kann mal bitte jemand in den Chat schreiben. Hashtag ab 18. So. Bitte, bitte. Wäre so schön. Das B12, ja genau. Das wäre schön, wenn ich irgendwo speichern könnte. Das würde ich richtig super finden, tatsächlich. Okay, rein hier. Hier zu Sixen Synthetics. Ich habe 18. Danke, Mutti. Und nicht so gut. Nehmen Sie einen alternativen Fahrstuhl. Dave, sag mal, kann ich denn jetzt hier eigentlich tatsächlich im Moment ruhig, ihr wisst es, hier die Taschenlampe anhaben? Oder sollte ich die tatsächlich... Ist das, was ich denke, was das ist? Die Sensoren schön. Das ist doch eh, oder was, wa? Hier sind Schläuche. Oh, ihr Penner, Alter. Schön gemacht, schön gemacht. Schön gemacht. Direkt bei den Typen da gleich dran, oder was? Jupp. Schön, kartentechnisch. Das ist jetzt natürlich auch nicht so viel. Mahoney, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Wir haben eine Überwachungsfalle gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht.
Ihr seid gleich beim System- und Synthetenlager. Da gibt's genug für eine Reparatur. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Wir haben einen Bedarfsandroiden an. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unterwegs etwas auf. Da ist ein Schacht, da wird man versuchen reinzukommen. Hey, drei Leute. Okay, Francis, Ende. Ah, okay. Francis wird schon Ende. Gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern Taschenlampe anfreunden. Taschenlampe braucht Batterien und kann gesehen werden. Aber auch im Schacht? Also draußen würde ich es jetzt nicht anmachen, ist richtig? Aber direkt im Schacht? Zähne, da sind jetzt irgendwelche Lüftungsgitter, das ist auch klar, das würde man auch sehen. Also, was jetzt? Moment. Lass mich nachdenken. Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört. So viel war mir auch klar, du Genie. Aber was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Waits. Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten. Fernsprengladung. Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe gehört, Waits hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie. Da könnten wir hin. Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft. Nein, danke. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Dann halt's Maul und lass mich nachdenken. Ja, die sind hier noch über mir. Sie kann ich jetzt hier nicht raus. So, kurz mal gucken. Kann ich was bauen? Molotow-Cocktail? Schön. Sprengkapsel fehlt uns. Okay. EMP-Mine. Schön. Können Sie bauen. Rauchgranate. Voll. Wir sind nicht allein. Etwas hat die Schüsse gehört. Ach, hör doch auf! Ich werde hier nicht verrecken. Auf keinen Fall! Wetten? So, dann würde ich tatsächlich mal hier hinten mal irgendwie versuchen, irgendwo rauszukommen, weil das ist... Ohne Rang. Oder? Sackgasse. Warte mal. Sensor. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Warte mal, hab ich denn... Geht's einfach nicht auf? Ohne komme ich doch nicht durch, oder? Das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? So, wenn ich jetzt richtig gesehen habe auf der Karte, müsste ich hier eigentlich weiterkommen. Tue ich aber nicht. Da müsste ich mir mal irgendwo einen Ausstieg suchen, wo ich die Leute. Soll ich die Leute einfach. Umlaufen oder soll ich sie? Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu sein. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Es hat heute schon wieder einen auf. Baumucke, Baumucke, richtig, ja. Immer ist er mir schon in den Schacht gefolgt, der Blöde. Zuerst hört man Geräusche in den Lüftungsschächten. Alter, die sind jetzt aber genau über mir irgendwie. Also, das ist jetzt echt kein geiler Ausstieg hier vorne. Ich glaube, ich würde es nochmal probieren, von da, wo ich hergekommen bin, und würde mal versuchen, irgendwie. Könnte für eine Zigarette töten. Die denn so abzulenken, irgendwie, dass ich die so töten kann. Also, unschädlich. Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Oh Mann, 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 Mann. So. Wie schaut's denn hier hinten aus? Musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Schön hocken, bitte.
sind doch zwei Leute, Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Eine voll gute Idee von euch. So. Ah, Mist, zeigt mir immer noch das. Tja. Jetzt bitte mal die Karte von oben. Schade. Nochmal einfach an dem vorbei zu rufen. Ganz frech einfach. In der Hoffnung. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Lass sie mich nicht töten. Okay, nice. Da ist was oben im Tank. Nein, echt jetzt, ja? Nee, jetzt sind wir am Start. Strand, melde dich, Francis. Wo bist du? Verdammt! Ich glaube, sie sind tot. Sie sind alle tot. Sieh dir das Überwachungsband an. Rauchgranate. Schön. Bauplan für Rauchgranate. Und wir speichern natürlich. Yay. So, hier haben wir noch einen PC. Gehen wir mal schnell an. Ivy Schwafel. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was haben Sie davon? Spedding macht mich kalt, wenn die nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächster Halt auf unserer Tour ist der Systekturm mit dem Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigen die Apollo-Syntheten eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann? Kommen Sie hierher. Oh, wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer Syntheten-Reparatureinheiten ist. Ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens. Ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in der Lage in den Logs gespeichert. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Das klingt doch gar nicht mal so gut. Lagerinventar. Russell, die von oben wollen eine Komplettübersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch. Smithy. Bella, Audio. Okay, das war's. That's it. Okay. Entschuldigt. Den schwurft wieder hier durch die Gänge durch. Aktionsbereich. Okay, hier kommt man wieder runter. Hat uns jetzt tatsächlich das Ehe mal in die Hände gespielt? Ach nee, die sind einfach hochgekommen, wa? Die sind gekommen. Sieht immer wieder cool aus. Ich staune immer wieder. Immer wieder geil. So, Subkutan und Schrott haben wir hier. Nehmen wir auch mit. Einmal bitte anmelden. So, Fehler. Freigabe. Morgen gemeinsam 2. Morgen gemeinsam. Sixens Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschien im Auge auf Sixen. Unser bemerkenswertes Wachstum. Sieg und Sun wurden zum Rückgrat in der kolonialen Ausbreitung mit Überlicht. Haben wir das schon mal gelesen? Mit verlässlichen Komponenten, die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahr 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Shigyard, Warrington auf dem Mond. Klar. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihren Anteil an der Firma und Entwicklung hielt stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sun zu Marktführern bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattung und Baumaterialien wurden. Ja. Audio. Tada, Audio-Log. Weiß, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden.
Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Evis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spending Ende. Haben Sie Zugang zum Warenlager? Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Okay. Strom wiederherstellen. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsdroiden einzuschalten. Okay. Oh, ist das gruselig, ey. Oh, das sieht aber fies aus, ey. Wow. Kann ich denn hier den Strom anschalten? Hier vielleicht? Benutzen. Oh! Zugangsgenerator 2. Schön. Ja, großartig. Ja, ihr Lieben, wir haben den Walkman Nummer 2 und ich finde, das ist auch für heute, finde ich, ein relativ guter Abschluss.